Heute beginnen wir mal ganz geschmeidig mit der Fusion von zwei legendären Pokémon. Warum nicht, ne? Das Selbstverständlichste dieser Welt. Okay, ich zeig euch wie, auch wenn's plausibel und selbstverständlich sein sollte, aber trotzdem möchte ich's mal gezeigt haben im Let's Play. Wir haben hier den Necrozma, haben wir gefangen und ja, so sieht er aus. Dann haben wir dann noch, nicht dich, Solgaleo. Auch den wisst ihr, wo ihr ihn bekommt, bei Lilly auf dem Mahalo-Bergpfad in der Afterstory. Habt ihr alles gesehen? Ich habe die einkassiert. Und dann haben wir noch den Necrozol bekommen. Haben wir sich nicht sogar beides bekommen? Necroloon, auch das, ja. Aber ich glaube, Lunala kann man in Ultrasonne nicht so ohne weiteres bekommen. Nur per Tausch, ist es richtig? Ich denke schon. Ich meine, ganz früher Gold, Silber, da konntest du Ho oder Lugia, dem dementsprechenden Gegenpart, halt doch irgendwann später noch erhalten. Aber ich glaube hier nicht. So, und das Fusionieren ist relativ simpel. Ich kann beide anwählen, oder? Solgaleo? Das wird keine Wirkung haben. Aha, auf Necrozma. Mit welchem Pokémon fusionieren? Es ist eigentlich nur eins möglich, ne? Wow, habt ihr das gesehen? Necrozma hat seine Form verändert. Necrozma erlernt Stahlgestirn. So, und da haben wir den nun. Ich dachte erst, das funktioniert anders. Ich dachte erst, die fusionieren im Kampf. Aber falsch gedacht. Heftig. Prisma-Rüstung. Vor allem Stahlgestirn. Der Anwender stürzt mit der Gewalt eines Meteors auf das Ziel. Die Fähigkeit des Zieles wird dabei ignoriert. Mhm. Hat auch was. Und so bekommt ihr Necrozma in seiner Solgaleo-Form. Das Ganze könnt ihr auch jederzeit rückgängig machen. Und zwar, indem ihr genau das wieder anwählt. Und den aufsplittet. Ja, bei Zygarde war das halt auch so, dass der im Kampf erst sich zu 100% Form entwickelt hat, nicht wahr? Entwickelt, wie man es bezeichnen möchte. Necrozma hat seine Form verändert. Necrozma hat Stahlgestirn vergessen. Ja. Und deswegen hatte der gerade eben, als ich zum ersten Mal seine Impart, seine Statistiken angeschaut habe, nur 3 Attacken drauf gehabt. Ich habe das eben schon mal probeweise. Ich wusste gar nicht, dass es so geht. Ich wollte ihm das Necrozol nur geben, als Item quasi. Und dann im Kampf, aber wie gesagt, hat sich so ergeben. Ich habe Eisenabwehr vergessen lassen für Stahlgestirn, aber man kann es jedes Mal wiederholen. Interessant, oder? Das sollte man einfach mal gesehen haben. So. Unser neues Outfit vom Prüfungshelfer, nachdem wir die Elima-Quest im letzten Part beendet haben. Komplett gelöst haben, kann man sagen. So geht es nun hier also weiter. Ich habe heute 2 Trainer auf dem Zettel, die noch besiegt werden möchten. Und deswegen machen wir das. Zum einen geht es um den Herrn Fabian von der Aether Foundation. Nicht wahr? Oh, Togedemaru ist... Nee, Grandiras nach vorne, komm. Grandiras nach vorne! Und dann wunderschön sortieren, bitte. So ist, so ist schön sortiert. Ja, eine richtige Reihenfolge. Vom Level her. Ich weiß nicht, wo man Fabian findet, aber ich habe einen krassen Verdacht. Hab halt nur in euren Kommentaren gelesen, dass man den auch wieder zum Kampf herausfordern kann. Das machen wir jetzt. Und im Anschluss noch Morimoto. Da bin ich ein bisschen gespannt, ob wir den hinkriegen ohne weiteres. Man kann es versuchen. So, und der ist immer noch nicht entlassen. Pia, kannst du mir sagen, wo der steckt? Wie schön, dass du gekommen bist, Let's Play Markus. Claudius in den fernen Regionen Kanto und Johto gereist, um zu trainieren? Zu entspannen? Zu trainieren, oder? Genau, du hast es erfasst. Claudio will stark genug werden, um dich und Tali zu besiegen. Er hat sich gegen die Inselwanderschaft und für eine längere Trainingsreise entschieden, um dieses Ziel zu erreichen. Er meinte, es sei unmöglich, euch zu übertreffen, wenn er euch einfach nur alles nachmache. Ich glaube, er hat Kanto als Reiseziel gewählt, weil ich ihm einmal davon erzählt habe, wie ich dort früher auf Pokémon-Fang gegangen bin. Ach, es tut mir leid, dass ich euch jetzt so lange mit meinen Plaudereien aufgehalten habe. Hier, das ist für dich.
du Fischgesicht. Maximaler Sada. Ja, thanks. Und das hier auch. Und das hier auch. Ich kümmere mich mal wieder um die Pokémon in der Schutzzone. Okay. Was macht denn der Encanto und Yoroto? Ich glaub's ja nicht. Da steht Fabian. Tach. Tja, das ganze Durcheinander vorhin hat nun leider zu meiner Degradierung zum gewöhnlichen Angestellten geführt. Also muss ich jetzt in den sauren Apfel beißen und nochmal von vorne anfangen. Kurzum, ich bin ein rundum neuer Mensch. Ich bin jetzt der rundum geläuterte Fabian. Wie wäre es mit einem Freundschaftskampf? Ja, machen wir das. So ist es recht. Der rundum geläuterte Fabian gibt sein Debüt. Das wird nicht wild sein, oder? Das wird kein Problem sein gegen ihn hier. Er schaut halt immer noch eingebildet. Leute können sich ändern, aber im Kern bleiben sie immer dieselben. Oder? Bei manchen ist es auch gut so. Bei Schwerverbrechern weniger. Wobei dieses Kriminelle, das ist etwas, was man ändern kann. Was man stark bereuen kann. Nur manche sind halt einfach unbelehrbar. Was für ein Level hat der? Ich hab einen Wutanfall hier. Lepomentas, was regst mich so auf? Seht ihr, zieht mehr ab als die sehr effektive Käferattacke. Ja, also man kann sagen, warum will Claudio jetzt eine Inselwanderschaft machen? Der hat quasi schon die ganzen Inseln gesehen. Das wäre, glaube ich, eher das Argument gewesen. Er kennt sich hier schon aus. Genauso gut wie Tali und meine Wenigkeit. Überall schon gewesen, ja. Er hat ja schon quasi seine Inselwanderschaft gemacht. Das ist eine gute Entscheidung. Hätte ich an seiner Stelle auch gemacht. Schade, dass Grandias hier den Löffel abgibt. Keine Ahnung, was der noch alles hat. Wir haben ja gegen den gekämpft, aber... Oh, mein armes, altes Gedicht. Oder er hat sich mir einfach nicht eingeprägt. Es war einfach so stinklangweilig gegen ihn. Hypno, 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 Hypno. Lass mich überlegen. Hypno, 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 Hypno. 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 Entschuldigung, dass ich so abspacke. Ihr kennt mich ja. Ich denke, dass das heute der vorletzte Part dieses Let's Plays ist. Schon zwingend das Bedürfnis, es zu beenden, aber auch nicht überhastet. Wir machen ja noch allen möglichen Quatsch. Oh. Wir machen ja noch allen möglichen Quatsch und ja. Die Sachen, die es in Sonnenmond nicht gab. Es gibt ja zum Beispiel auch das Bromley Rematch, aber das haben wir damals schon gemacht. So als Beispiel. Hyperheiler. Ich bin heute ein bisschen unkonzentriert. Ich habe noch Zeit bis Morimoto. Also Morimoto stelle ich mir wirklich ein bisschen schwieriger vor. Gott sei Dank hat er mit seiner Hypnose nicht schon wieder getroffen. Das nervt übelst. Mit einem Two-Hit-Kill. Muss zugeben, dass der relativ viel aushält. Ach, komm schon. Für diesen Levelunterschied. Ja, als nächstes macht der Traubenfresser. Da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Ne? Aber der macht es wenigstens richtig. Also die perfekte Reihenfolge. Wir hatten ja irgend so einen Billigtrainer. Oder Trainerin. Die halt die ganze Zeit Traubenfresser gespammt hat. Ohne erkennbaren Hintergrund. Warum hat der eine größere Init als ich? Darf man da mal fragen? Nee, wenn der Traumfresser macht, das ist uncool. Ja, das geht nicht, aber ich darf dann als nächstes, ne? So. So wollte ich das sehen. Fabian, was soll denn das? Tu nicht so, als könntest du was. Vielleicht sollte ich nicht so tun, als könnte ich was. Hallo, Raichu.
der surft, ne? Geht es dann? Er hat keinen Schwebe, ne? Ich glaube, das hatten wir schon mal geklärt. Pompos! Der mit seinem Psychoblick. Jetzt wird ihm irgendwas widerfahren. Ja, was soll das denn? Auch mehr abgezogen, als ich vermutet hätte. Krass, was? Und obwohl du schwebst, wird ein Erdbeben dich besiegen. Bitte danke, Nächster. Hm? Oh yeah. Hat schon Gründe, warum ich, warum ich Morimoto als letztes machen möchte. Noch jeden Level mitnehmen, der geht. So, Mega Kick! Nein, darf ich nicht. Erdbeben blockiert. Wenn du meinst, ist nicht alles, was ich drauf habe. Also Fabian ist psychofixiert. Er ist ja auch ein Psycho, muss man zugestehen. Und schlägt sich besser, als ich sie ihm zugetraut hätte. Machen wir nochmal die Mondgewaltgeschichte. Oder gehen wir auf Hydropumpe? Wir gehen auf Hydropumpe. Auch Löffelverbieger lassen sich wegspülen. Bam! Das ist gar nicht mal so schlecht. Der Sack Reis fällt mal wieder um. Knierfisch? Oh, ein Fall für Toggi. Aber wie schon erwähnt, härteres Battle als angedacht. Da mein Rehspeck. Speck vom Reh, wisst ihr Bescheid. Wie wär's hiermit? So. Was? Ich habe verloren? Was soll das heißen? 15.000 Poké-Dollar? Das ist doch ein ganzer Batzen, möchte ich meinen. Und was sagst du zum rundum geläuterten Fabian? Mit neuem Charme und Elan werde ich mein Comeback an der Spitze der Foundation feiern. Aber jetzt lautet die Devise natürlich erstmal, jede Menge Unterstützer zu gewinnen. Du? Niemals. Ach, Dubiosdisk ist doch für... Boah, ich bringe es immer durcheinander, ob von Porygon auf Porygon 2 oder von Porygon 2 auf Porygon Z. Eine kleine Aufmerksamkeit, damit du den rundum geläuterten Fabian nicht vergisst. Du wirst schon sehen, ich werde erneut die Karriereleiter der Foundation erklimmen, und zwar bis nach ganz oben. Als ich vom Podest gestoßen und zum gewöhnlichen Angestellten degradiert wurde, traf mich die Erkenntnis wie ein Blitz. Es gelüstet mich nach Rang und Namen. Ich bin einfach zu höherem geboren, so ist das eben, ich kann nicht anders. Ja gut, aber solange er nicht denselben Mist wieder verzapft wie Anno Danomals, er tendiert dazu. Kann man sagen, oder? Naja, malen wir nicht den Teufel an die Wand. Jetzt gucke ich nochmal auf meinen krassen Zettel der To-Do-List für dieses Let's Play. Und sehe... Ja, Morimoto und Liga Rematches. Morimoto. Es muss hier sein. Es steht da zwar nicht auf der Karte, aber da war Game Freak. Irgendwo. Na, eigentlich da, wo wir auch das umgestellt haben für die Ultrapforten, nicht wahr? Nein. Ach, was mache ich eigentlich? Pokémon heilen, komm. Aber gab es nicht sogar ein Spiel, wo Morimoto irgendwie anders hieß? Ich glaube, das war doch sogar in Sonne und Mond. Wo die es verpeilt hatten. Und in Schwarz 2 war doch irgendwie die ganze... Gab es drei Typen und die hatten teils ganz schön interessante Kampftechniken und Taktiken auf Lager. Na, wir werden ja sehen. Taps, 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 taps. Was war denn das hier für ein Gebäude doch gleich? Ich glaube, dass ich hier richtig bin. Warm. So, da ist der Typ. Und ich speichere einfach mal vorsichtig ab.
Man kann ja nie wissen. Bist du's? Glaube. Also, ich würde mal behaupten, ich bin recht fit, was Pokémon-Kämpfe angeht. Der Projektleiter ist ebenfalls eine echt harte Nuss, wenn auch nicht ganz auf meinem Niveau. Sollten dir jetzt nicht die Knie schlottern, würdest du dann einen Kampf gegen uns beide wagen? Ja. Doppelkampf sogar? Alles klar, dann lass uns loslegen. Hey, Iwao, komm mal her. Ach, wat. Sofort! Was, jetzt ein Kampf? Na schön, auf geht's! Ja, das ist interessant. Sollten wir es auch noch nicht. Game Freak Morimoto und Game Freak Iwao möchten kämpfen. Yes! Das wird mir nicht verraten, es hieß nur Morimoto. Das ist dann schon little surprise. Und schöne Pokémon haben sie, definitiv. Tja. Ideal ist es jetzt ja auch nicht. Himmelhieb auf Kecleon. Flammenwurf, wobei Matschbombe wahrscheinlich, aber auf Gengar nicht, ne? Ja. Drachenpuls. Ist nicht die Welt. Ach, die Level sind ja unterirdisch. Ich dachte, die wären viel höher. Ich meine, wir sollten die trotzdem nicht unterschätzen. Das sind halt harte Hunde. Aber die Level sind dann doch... Ich dachte, die wären 70er, 80er Bereich. Das fällt mir ja ein Gebirge vom Herzen. Hytera. Bloß aufpassen. Aber die kriegt definitiv auch einen Himmelhieb ab. Ich dachte nur... Was wirke... Ja, auf ihn wirkungslos. Hytera hatten wir noch nicht. Ich dachte gerade... Mal sehen, ob Flammenwurf für Gengar ausreicht. Wird knapp, ehrlich gesagt. Andererseits ist es Dab. Wer das nicht weiß, ist ein Dab. Na, es reicht. Wir hatten Hytera in Schwarz 2 im Team. Oh. Ja, sie hat eine schwache Abwehr, aber dafür einfach unfassbar viel KP. Das ist der Wahnsinn. Ich glaube, auf Level 100 das hatte ich irgendwas mit 800 KP schon instant. Dragoran, ja natürlich! Hier wird nicht gegeizt! Da kommt sowas. Da kommt sowas. Er hat irgendwie nur ein Normal-Pokémon. Was zur Hölle geht bei euch ab? Hatten wir noch keinen Dragoran, das ist der Punkt. Und Amphiras Init ist ja auch schon beachtlich. Also los! Macht mir Angst. Also ein Dragoran in den richtigen Händen ist schon bedenklich. Richtig, Mann, ein Dragoran. Wie unerwartet, eine Drachenattacke auf mein Drachen-Pokémon. Ist jetzt stolz, ja, mein schwächstes, mein Nesthäkchen irgendwie ausgeschaltet zu haben. Ist das so? Ist das so, ja? Ich habe aber noch einen Eisstrahl im Angebot. Ich sag ja nur. Hat der andere keine Pokémon mehr? Anscheinend nicht. Da habe ich aber auch schon ordentlich draufgehauen. Weiß, dass es nicht viel bringt. Hoch! Mehr als gedacht. Warum nur so wenig? What the fuck is going on? Aha. Und das ist der letzte im Bunde. Ein schönes Team. Ich glaube, es wäre noch interessanter gewesen, wenn ich da früher hingegangen wäre. Wenn ich da früher hingegangen wäre und mit, naja, 10 Level niedriger ein bisschen mehr davon gehabt hätte. Aber es sei wie es sei, Haferbrei. Schöne Kämpfe. Und schön, dass es ein Doppelkampf ist. Kriegen die es eigentlich nicht spitz, dass das Ding laggt? Ein Doppelkampf. Na gut, es geht ja noch, aber... Macht mal noch mehr Viecher drauf. Oder die richtigen Viecher, ne? Die sehr aufwendig animiert sind. Letzten Endes bin ich eben doch der Stärkste und Beste von allen. Zumindest immer in Träumen. Mit dieser Taktik hatte ich nicht gerechnet. Das war echt beeindruckend. Japaner!
Du bist ja auch selbst richtig stark. Dabei hatte ich gehofft, mit Ibao meiner Seite so richtig abräumen zu können. Naja, das war wohl nix. Reife Leistung, du hast deine Pokémon wirklich gut trainiert. Lass sie mich wieder fit machen. Das ist ja nett. Dankeschön. Warum gibt's noch einen Kampf? Ich habe hier noch etwas für dich. Wenn du dieses Item besitzt und ein Pokémon im Hort abgibst, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass dort ein Ei gefunden wird. Ovalpin! Ja, nice. Für alle Züchter vielleicht interessant. Ich lasse dich nur einmal pro Tag mit mir kämpfen, okay? Du kannst also morgen wiederkommen. Bis dann habe ich dich aber wahrscheinlich eh wieder vergessen. Bestimmt so ein Gag oder Spruch darauf bezogen, dass die CPUs oftmals wieder dasselbe wiederholen, wenn du nochmal am nächsten Tag hingehst. Ganz lustig, diese Selbstironie. Weil die es quasi nicht noch aufwendiger programmiert haben. Ich hab dich bis dahin ja eh vergessen. So ist das nun mal. Ja, wie gesagt, das war der vorletzte Part. Im letzten Part werden wir... Das Dorf der Kapu, ich wollte zur Pokémon-Liga. Ich glaube, ich bin falsch. Nee, bin ich falsch. Im letzten Part machen wir die Rematches der Pokémon-Liga. Und den Champ oder Champ-Herausforderer, wie auch immer das sein wird. Ich glaube, das ist dann wieder random, aber ich nehme alles. Machen wir in einem Part. Und wenn er halt länger als 30, 40 Minuten geht, dann ist es so. Aber ein abschließender Part mit meiner ausführlichen Meinung zu diesen Spielen. Und der Sachen, die da kommen mögen. Ne? Also seid dabei, wenn ihr Bock habt. Wird nichts Besonderes. Wird einfach ein hoffentlich gelungener Abschluss. Ne? Dann wäre ja für den Moment alles gesagt. Ist der Daumen oben, werde ich euch loben. Ich sag bis dann und ciao.